Wir haben hier DFB-Pokalspiele, Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund. Und das wäre jetzt ein Spiel, bei dem man sich überlegen würde, ob man nicht ein Handicap nutzen würde, weil die Favoritenquote von Borussia Dortmund sehr niedrig ist. Und hier klicken wir jetzt einfach mal auf alle möglichen Wetten, die noch angeboten werden. Und dann sehen wir auch gleich, wenn wir ein bisschen runterscrollen, hier die Handicap-Wetten. Es werden verschiedene Handicaps angeboten. Ein Handicap ist immer ein Vorsprung für ein bestimmtes Team. Also ein 1-0-Vorsprung für Dynamo Dresden, ein 1-0-Vorsprung für Borussia Dortmund oder ein 2-0-Vorsprung. Das sind so bei Fußballspielen die typischen Handicaps. Und dementsprechend habt ihr dann andere Quoten. Wenn ihr zum Beispiel Dortmund einen 1-0-Vorsprung gebt, dann sinkt die ohnehin schon hohe Favoritenquote. Das wäre also nicht besonders sinnvoll, so eine Wette zu nehmen. Stattdessen wäre es wahrscheinlich besser, Dynamo Dresden, dem Außenseiter, einen Vorsprung zu geben und dann zu schauen, ob Borussia Dortmund diesen Vorsprung aufholen kann. Beim Handicap zählt immer nur dieses virtuelle Ergebnis und nicht das echte Ergebnis. Also wenn ihr ein Handicap von 2-0 zum Beispiel habt, dann kann Dortmund 2-0 gewinnen, dann wird am Ende ein Unentschieden gewertet. Dann gewinnt diese Wette hier. Das ist ganz wichtig, dass ihr das begreift. Also das ist im Prinzip auch schon die ganze Idee bei der europäischen Handicap-Wette. Und das ist sehr leicht zu verstehen. Ich zeige euch das hier nochmal bei Tipico. Da ist das ganz analog so. Da könnt ihr auch hier Dynamo Dresden, Borussia Dortmund. Dann zeigt ihr, lasst ihr euch die Wetten hier anzeigen. Und hier gibt es dann zum Beispiel auch noch 3-0 Handicap-Wetten. Da bekommt Dynamo Dresden dann schon eine Favoritenquote mit 1,35. Da seht ihr, dass Handicaps halt auch nicht beliebig sinnvoll sind, sondern immer nur dann, wenn ihr eine Quote in eine bestimmte Richtung bewegen wollt. In der Regel ist es eine Favoritenquote, die ihr durch ein Handicap dann nach oben pushen wollt. Dafür sind Handicap-Wetten auch sehr gut. Also speziell für Pokalspiele, wie wir sie jetzt hier vor uns haben, sind Handicap-Wetten bestens geeignet. Asiatische Handicap-Wetten werden nicht bei allen Buchmachern angeboten, aber ein Wettanbieter, der asiatische Handicaps anbietet, ist Bet365. Wir haben hier auch das Spiel Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund. Und hier habt ihr jetzt in der Übersicht die ganz normalen Wetten. Sieg für Dynamo Dresden, Unentschieden und Sieg für Borussia Dortmund. Und dann habt ihr hier das asiatische Handicap. Und was hier ganz schön ist bei Bet365, wenn ihr jetzt hier auf die Wette geht, auf diese Quote, dann bekommt ihr detailliert erklärt, wie das Ganze funktioniert. Das ist auch ganz sinnvoll, weil asiatische Handicap-Wetten funktionieren ein bisschen komplizierter als die üblichen europäischen Handicap-Wetten. Hier ist es zum Beispiel jetzt so, ihr gewinnt zum Kurs von 1,925, wenn Dresden gewinnt oder das Spiel unentschieden ausgeht. Zugleich gewinnt ihr aber auch dann, wenn Dresden nicht höher als mit 1-0 bzw. mit einem Tor Rückstand verliert. Dafür steht hier die 1,5. Und das Plus, das steht für Dresden. Wenn das ein Minus wäre, würde die Regel für Dortmund gelten. Und da ist plus 2,0 bedeutet, wenn Dresden mit 2 Toren Rückstand verliert, bekommt ihr die Hälfte eures Einsatzes zurück und die andere Hälfte des Einsatzes ist verloren, aber ihr macht keinen Gewinn. Das ist also eine sehr komplexe Struktur und ich empfehle euch dringend, bevor ihr asiatische Handicaps ausprobiert, beschäftigt euch intensiv damit.